Es freut mich, in Frankfurt zu sein, bei diesem Kongress Institutional Money über Energie zu sprechen. Eines der wichtigsten Themen meiner Meinung nach, die natürlich auch die deutsche Wirtschaft betrifft. Nicht nur die deutsche Wirtschaft, jede Wirtschaft weltweit. Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Energie der Zukunft. Wenn man solche Bilder von solchen wahnsinnig großen Solarfeldern sieht, dann sagt man sich, wow, toll, es geht voran, da wird gebaut, das schafft die Zukunft. Und dann sieht man 4 Millionen Paneele, 21 Quadratkilometer, 1,35 Cent pro Kilowattstunde Preis oder Kosten, der Preis, der angenommen wird und Einsparung von 2,4 Millionen Tonnen CO2. Unglaublich. Das sieht toll aus, oder? Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Was sind eigentlich diese Grundbedürfnisse der Menschheit heute, wenn man mal wirklich einen Schritt zurückgeht? Und ich habe darüber nachgedacht und denke, das sind wahrscheinlich vier Sachen. Als erstes ist, dass wir uns überhaupt ernähren. Nahrung, Wasser. Unglaublich wichtig. Als zweites ist wahrscheinlich das Thema Energie. Also, dass wir einfach genug Energie haben, um uns warm zu halten. Das ist sicherlich auch wichtig und dass wir eben fahren können und so weiter und so fort. Als drittes würde ich die Gesundheit nehmen, vor allem die geistige Gesundheit. Wenn wir alle geistig gesund wären, würde es wahrscheinlich keine Kriege geben. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was auch in den letzten Jahren mehr an Zuspruch gewinnt, dass Leute sich auch mehr Gedanken machen eben über diese mentale Gesundheit. Als viertes ist, glaube ich, auch sehr wichtig, und das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich bedeutender geworden, dieses Thema Umwelt. Und Umwelt am Ende ist, da geht es um den Abfall. Ja? Den Abfall, den wir erzeugen, den wir hinterlassen, der Luft, im Wasser, im Boden, der muss versorgt werden. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, dann wird einem sehr, sehr schnell klar, dass eigentlich alles, alles Energie ist. All diese Themen geht es um Energie. Nahrung, Wasser kann ich mit Energie lösen. Mentale Gesundheit ist am Ende auch nur Energie, ja, mit der wir uns bewegen und mit der wir kommunizieren. Und auch Energie wird gebraucht, um Medikamente zu produzieren. Und natürlich das Thema Abfallversorgung, jegliche Art und Weise, es bedarf immer Energie, um diesen Abfall entweder zu recyceln oder fachgerecht zu entsorgen. Energie ist wirklich die Basis von allem. Und deswegen wird oft gesagt, ja, aber Energie sind ja eigentlich nur 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent des Bruttosozialproduktes und damit nur ein kleiner Bestandteil der Wirtschaft. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto kaufe, sind die Kosten der Energie nur ein kleiner Teil dieses Autokosten. Dann kann doch kein Problem, wenn diese Kosten sich ein bisschen erhöhen. Ja, Energie ist nicht ein Bestandteil der Wirtschaft. Energie ist die Wirtschaft. Wohl wirklich, ich sage, ist die Wirtschaft, die Basis von allem. Ohne Energie würden wir hier nicht sitzen können. Und dann würde es auch keine Wirtschaft geben. Und deswegen ist die Frage, die ich heute stellen möchte, warum ist es eigentlich so schwer, mit Wind und Solar ehrliches Geld zu verdienen? Wenn ich ehrlich sage, dann meine ich Geld, ohne dass irgendwo ein Staat mich dafür bezahlt oder dass irgendwo ein Steuerzahler dafür zahlen muss oder dass ich irgendwo einen Vorteil haben muss gegenüber anderen. Wieso ist es so schwer, damit Geld zu verdienen? Und dieser Frage gehen wir heute in den nächsten 10 Minuten kurz nach und dann können wir hoffentlich ein bisschen mehr dazu diskutieren. Das erste Thema, warum es so schwer ist, hat eben mit Energiedichte zu tun. Und das ist genau dieses Bild von vorhin. Wenn ich mir das angucke, ja, und da gibt es auch andere Bilder in China oder auch in Europa, in Spanien, wo ich diese riesigen Felder sehe. Und diese Felder sind eigentlich nichts weiter als ein Ausdruck der geringen Energiedichte. In diesem Fall von Solar. Bei Wind ist es ähnlich. Auch bei Wind gibt es eine maximale instantane Leiste oder Energie, die überhaupt aus der Atmosphäre zurückkommen kann. Der Wind ersetzt wird, den wir ja praktisch rausnehmen oder Geschwindigkeit, die wir rausnehmen aus der Atmosphäre, wenn wir Windräder aufbauen. Wenn wir jetzt über Solar reden, hier nochmal zurückgehen, diese 4 Millionen Paneele, 21 Quadratkilometer, überlegen Sie sich mal, das sind 2 Gigawatt installierte Leistung, das sind 2 große Kohlekraftwerke, die würden vielleicht weniger als 1 Quadratkilometer in Anspruch nehmen, plus ein bisschen das Mining und so weiter und so fort. Aber das sind 21 Quadratkilometer, dann habe ich 4 Gigawatt installierte Leistung, ich habe noch nicht den Strom. Jetzt wird hier gesagt, 1,35 Cent pro Kilowattstunde hat der das baut, angeboten. Das ist natürlich nicht, das ist der Preis, den sie anbieten. Das ist nicht die Kosten, die Gesamtkosten für diese Energie. Ist auch interessant. Der Unterschied zwischen Preis und Kosten und Wert. Ja? Nur weil ich X für was zahle, heißt es nicht, dass die Kosten dem sind. Die Kosten können höher oder tiefer sein. In diesem Fall sind sie viel, viel höher. Das erkläre ich gleich. Hier wird gesagt, es sind 160.000 Haushalte, die mit Strom erzeugt versorgt werden können. Das stimmt nicht ganz. Da reden wir auch gleich drüber. Und dann werden 2,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespannt. Auch das stimmt nicht, da können wir auch gleich drüber reden. Aber erstmal, das Thema Energiedichte ist eines der Grundprobleme, warum Wind und Solar nicht oder so schwer ist, damit Geld zu verdienen. Und diese Energiedichte, die kann man nicht ändern. Da hilft mir keine Technologie, weil es kommt nur so viel Energie pro Quadratmeter an. Kann ich machen, was ich will.
Ja? Und wir sind schon sehr, sehr effizient mit unseren aktuellen Technologien. Das heißt, Solarpaneele und Windräder haben schon sind fast optimiert, dass es eigentlich gar nichts mehr geht. Das ist also so eine logarithmisch abnehmende Kurve, wie die Effizienz wachsen kann, steigen kann. Ja, jetzt kommt dieser Energie- und Rohstoffeinsatz. Hier sind mal illustrativ gezeigt ein Silikonsmelter in China. Also da wird dieses Silikon oder Aluminium oder Stahl oder Glas wird natürlich mit riesigen Temperaturen hergestellt. Und die kann ich nicht mit Wind oder Solar fahren. Da brauche ich Kohle oder Gas oder vielleicht auch Kernkraft dafür. Kommt drauf an, wo ich bin. Oder manchmal reicht auch Wasserkraft, wenn ich genug habe. Aber ich muss erstmal Energie einsetzen und Rohstoffe einsetzen, um eben diese schönen grünen Felder mit Wind und Solar überhaupt hinstellen zu können. Und hier zeige ich mal, wie so ein Silikon-Ingot, das ist so ein großer Blocken, der mit 99,9999% Reinheit, das sind 6,9 rauskommt, weil das Bedarf ist, um Silikon herzustellen. Und diese Ingots, die werden dann geschnitten, da sehen wir rechts, sieht man dann ein bisschen die Abfall, der dann weggeschmissen. Also nur ein Teil dieser Ingots wird wirklich am Ende dann auch landet in dem Solarpanel. Gibt es viel Abfall. Natürlich viel Energie und viele Rohstoffe gehen da verloren, damit ich überhaupt erstmal so ein Solarpanel habe. Und es bedarf riesige Mengen Energie. Das nächste wichtige Thema, also wir haben jetzt gesprochen über die Energiedichte, wir haben gesprochen über Energie- und Rohstoffeinsatz, und das ist diese Nichtregelbarkeit, diese Intermittenz, diese Unvorhersehbarkeit von sogenannter grüner Energie, in diesem Fall von Wind und Solar. Denn um brauchbare Energie zu erzeugen oder zu generieren, reicht es ja nicht, wenn ich Solar oder Wind hinbaue. Ich muss ja vielfach Solar und Wind hinbauen. Deutschland hat heute schon doppelt so viel Wind und Solar wie alles andere zusammen. Heute schon. Und Deutschland mit diesen doppelten installierten Leistungen erzeugt 30% des Stromes mit Wind und Solar und 6% der Primärenergie mit Wind und Solar. Das heißt, ich muss eine Vielfach dieses ganze Thema aufbauen, nicht nur einmal, vielfach. Ja. So, und dazu brauche ich dann wahrscheinlich einen Kurzzeitspeicher. Ich muss ja irgendwie diese Kurzzeitspankungen ausmerken. Und mit Batterien kann ich aber nur 4, 5, 6, 7, 8 Stunden vielleicht ausgleichen. Die Batterien sind alle. Und die Batterien müssen ja auch erstmal gebaut werden. Die bedürfen auch Rohstoffe, die bedürfen auch Energie, um zu bauen. Als drittes brauche ich natürlich einen Langzeitspeicher. Ich muss ja irgendwie über den Winter kommen. Ich muss irgendwie über die Zeiten kommen, wenn in der Sahara riesige Sandstürme sind. Oder steigt auch manchmal in der Sahara, ganz selten, aber es tut es auch. Ja, und in Deutschland sowieso oder auch in Spanien. Ja. Oder wenn ein Hagelsturm alles kaputt macht. Und als viertes brauche ich dann wahrscheinlich trotzdem noch ein Gaskraftwerk, was in Bereitschaft da steht. Da gibt es in Deutschland und Bayern schöne Beispiele von Gaskraftwerken, die ein paar Minuten im Jahr arbeiten. Wirklich, ein paar Minuten, Rest stehen die still und warten nur darauf, dass die angeschaltet werden. Für den Fall wie vor ein paar Tagen, als die Sandstürme unvorhersehbarerweise die Solarkapazität drastisch reduziert haben. Und als fünftes brauche ich dann eben noch ein Netz, ein System, was alles integriert. Ich brauche Computer, dieses Rechnen und hin und her fahren. Ich brauche viel mehr Leitung, als ich vorher brauchte. Also ich muss, um ein bestehendes Gas- oder Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk zu ersetzen, muss ich diese fünf Themen alle haben. Sonst geht's nicht. Und deswegen reicht's eben nicht, wenn ich mir nur die Kosten vom Solarpanel angucke. Ich muss die Kosten vom gesamten System angucken. Und das ist das Problem, was Deutschland hat. Als nächstes von den Auswirkungen haben wir noch ein weiteres Problem, dass natürlich die modernen Solarpaneele und Windräder, die halten nicht 25 Jahre. Die halten 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, wenn ich Glück habe. Alte Solarpaneele haben länger gehalten, aber große neue Systeme, die werden noch dünner gemacht, die werden noch moderner gemacht, die halten nur ein paar Jahre. Da gibt es auch genug Studien dazu. Das gleiche ist mit Windrädern auf See, die halten keine 25 Jahre, die halten vielleicht 15 Jahre, wahrscheinlich nicht. Eher nach 8 Jahren müssen schon die Rotoren ausgewechselt werden. Auch die neuen Windräder auf dem Land halten keine 25 Jahre im Durchschnitt. Ich war selbst 3 Jahre lang Geschäftsführer eines Windparks in Deutschland und habe zumindest ein bisschen Einblick in diese Wirtschaft. Und am Ende muss jetzt alles irgendwo hin. Ja, also wir holen die Sache, die Rohstoffe aus Afrika, wir bringen sie nach China, verarbeiten sie da, bringen sie zurück nach Deutschland, bauen hier groß was auf und nach 10 oder 12 Jahren bringen wir es zurück nach Afrika und schmeißen es dort weg. Das ist Circular Economy, moderne Circular Economy. Ja, die Frage ist, was nun? Was machen wir jetzt? Wir haben ein Riesenproblem. Nein, wir haben eigentlich kein Riesenproblem. Wir machen ein Riesenproblem, aber wir haben eigentlich kein Riesenproblem. Denn was wir früher hatten, ist heute nicht mehr so. Aber der erste Punkt ist natürlich, dass die Kosten durch Decke gehen. Ja, wenn ich mir sehe, dass das Solarhersteller wegrennen aus Deutschland, dann rennen die nicht weg, weil es hier so günstig ist, weil der Strom so günstig ist. Sie rennen weg, weil es eben woanders viel günstiger ist, für sie zu bauen. Wenn ich sehe, dass in Deutschland die energieintensiven Industrien
mehr geschlagen sind als während Covid vor 3 Jahren aufgrund des Themas Russland-Ukraine-Krieg. Wenn ich sehe, Siemens Energie Milliardenverluste hat mit ihren grünen Energie oder in Vietnam Rooftop-Solar-Investoren aufhören oder Angst haben, weil die Regierung aufhört zu subventionieren. Oder natürlich das riesige Problem weltweit aktuell mit der Offshore-Windindustrie. Und inzwischen haben sie verstanden, dass eben die Kosten dieses Wind und Solar eben nicht nur das Solarpanel sind, das Windrad, sondern die Kosten sind immer das gesamte System. Und aufgrund der Energiedichte, aufgrund der Intermittenz und aufgrund des Energie- und Rohstoffeinsatzes werden sie immer teurer sein, als sie in der Presse hören. Weil sie, was sie in der Presse hören, ist ein Grenzkostenmaß, nicht das Gesamtkostenmaß. Ja, als nächstes habe ich hier Energiearmut. Es ist tatsächlich so, dass aufgrund dieser geringen Energieeffizienz von Wind und Solar, wenn man das Gesamtsystem betrachtet, weil es eben bedarf eben so viel Rohstoff und so viel Energieeinsatz, um dieses alles herzustellen, System einzustellen, kommen wir tatsächlich in eine Energiearmut. Wir haben nicht mehr genug Spitzenleistung im System. Wir müssen abschalten, wenn es im Winter längere Zeit dunkel ist oder kein Wind weht. Und dann in Deutschland sieht es vielleicht wie unten rechts, oder wenn wir Glück haben, haben wir noch einen Kopf überm Kopf, ein Dach überm Kopf. Aber wenn ich in Kinshasa mit 17 Millionen Einwohnern lebe oder in Bangladesch oder in Indien, in großen Städten, in Bombay oder in China oder in Vietnam, da ist es eben anders. Da sind Millionen Menschen, die zusammenleben, und glauben Sie wirklich, dass eine Stadt wie Kinshasa mit Wind und Solar mit Strom versorgen kann? Gucken Sie sich an, wie es da aussieht. Selbst Deutschland geht in dieses Thema rein. Laut der Bundesnetzagenturen hat sich Energiearmut um 70% erhöht in den letzten 2 Jahren allein. Ja, der Ukraine-Krieg hatte eine große Auswirkung, aber nicht nur die einzige. Denn diese Kostenexplosion, die kam nicht nur durch Putin. Die kam auch aufgrund der fehlenden Investitionen von Deutschland in nachhaltige, langfristig ökonomische Energiespitzenleistung. Deutschland hat, jeder vierte Haushalt in Deutschland wird als energiearm bezeichnet. Das ist wirklich eine große Anzahl. Das sind nicht die hier sitzen. Das sind normale Menschen auf der Straße, die in Deutschland lernen, was Energiearmut heißt. Und jetzt gehen Sie mal nach Afrika und fragen mal dort, was Energiearmut heißt. Ja, deshalb ist es so schwer, mit Wind, Solar ehrliches Geld zu verdienen. Energiedichte, erster Grund, den kann man nicht mit Technologie ändern. Energiedichte pro Quadratmeter kommt nur so viel Energie an. Die muss ich einfangen, da muss ich riesige Systeme bauen. Energie- und Rohstoffeinsatz, den kann ich ein bisschen mit Technologie verwenden und optimieren, aber da ist nicht mehr viel Platz. Wir sind schon sehr, sehr optimal aufgestellt mit dem aktuellen System. Und dann diese Intermittenz, diese Nichtregelbarkeit, diese Unvorhersehbarkeit, die bedarf eben, dass ich 2, 3, 4, 5 Systeme parallel aufbaue und eben mehrfach überbauen muss, damit ich irgendwie ein Kraftwerk ersetzen kann, ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk oder ein Kernkraftwerk. Und dazu kommt eben diese operative Lebensdauer, das Problem, dass die Sachen gar nicht mehr so lange halten. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Umwelt. Und das ist genau der Thema. Wir haben die Umwelteinfluss, die Entsorgungsthematik und diese Energiearmut und natürlich die Auswirkungen auf die Wirtschaft aufgrund der hohen Gesamtkosten durch Wind und Solar. Nur durch Wind und Solar. Wenn ich mir jetzt ein altes Kraftwerk ansehe, da denken Sie vielleicht an das hier. So sah es vor 50 Jahren in China aus, vielleicht auch in Bitterfeld in Ostdeutschland. Ich komme aus der ehemaligen DDR in Berlin. Bin da oft durchgefahren früher. Ja, da sah es so aus. Aber moderne Kraftwerke sehen anders aus. Moderne Kraftwerke sehen so aus. Fahren Sie in ein modernes Kraftwerk in Moorburg, in Hamburg. Da können Sie vom Boden essen, so sauber ist es da. Das hat eben Technologie geschafft, diese modernen Kraftwerke zu bauen, die wirklich, wo ein blauer Himmel dahinter weht, scheint und trotzdem ein Baum wachsen kann oder gerade eben ein Baum wachsen kann. Ja. Und die Frage ist, was wir machen müssen. Wir müssen A in R&D investieren, um wirklich eine nachhaltige Energiezukunft aufzubauen, bei der weniger fossile Energieträger gebraucht werden. Das bedarf R&D. Fusion, Fission, Geothermie, weiß ich nicht. Verschiedenste Sachen, was wir noch gar nicht alles kennen. Aber was wahrscheinlich viel wichtiger ist, wir müssen in unsere bestehenden Energiesysteme investieren, damit diese ökonomisch und ökologisch an Effizienz gewinnen. Das haben wir bereits gemacht. Die neuesten Kraftwerke haben eine hohe, hohe Effizienz. Deswegen baut auch China und Indien, deswegen bauen die auch so viele Kraftwerke, weil die inzwischen so toll sind und so effizient sind. Und das einzige Weg für sie ist, damit ihre Wirtschaft zum Wachsen zu bringen.
Ja, bei weiteren Fragen zu dem Thema bin ich gern verfügbar. Es gibt einen Blog unpopulartruth.com. Unser aktuelles Buch Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Energie der Zukunft gibt es auch in Englisch und anderen Sprachen. Kommen Sie auf mich zu, folgen Sie mir auf LinkedIn oder Social Media Kanälen, um weiter zu dem Thema zu gewinnen. Hier geht es nicht um Politik, hier geht es nicht um Grün oder Links oder um Rechts oder Schwarz. Hier geht es darum, das Richtige für die Wirtschaft und für die Menschen zu tun.